Sehr viele Frauen haben mir berichtet, wie gut sie ihre eigene Geburt für sich manifestieren konnten. Ich bin auch eine davon. Ich habe mir es schon beim ersten Kind zum Ziel gesetzt, eine schöne Geburt zu erleben und nicht zu leiden. Das ist, glaube ich, auch der Sinn der persönlichen Weiterentwicklung, dass wir nicht nur überleben, sondern unser Leben immer schöner und komfortabler und glücklicher für uns gestalten. Hallo, mein Name ist Alina Todorova. Ich bin Mentaltrainerin, Mama von drei wundervollen Kindern und die Initiatorin von dem Kurskonzept Happy Birthing. Ich begleite angehende Eltern in ihrer mentalen Vorbereitung auf eine glückliche Geburt. Wenn du gerade schwanger bist und deine glückliche Geburt für dich erschaffen möchtest, dann solltest du im ersten Schritt nach allen Regeln der persönlichen Weiterentwicklung erst dein Ziel definieren, was du genau erleben möchtest, und dieses Ziel visualisieren. Du kennst es ja bestimmt schon aus anderen Bereichen und bei der Geburt ist es nicht anders. Du stellst dir einfach vor, was du genau in der Geburt erleben möchtest, wie du dabei ausschauen möchtest. Du kannst dir sehr gerne dabei auch dein glückliches Gesicht vorstellen während der Geburt, dein lachendes, lächelndes Gesicht, ein Gesicht in tiefen Entspannung. Und wenn dein Ziel eine natürliche Geburt ist, dann wirst du dir womöglich dann auch dein Baby vorstellen, wie es natürlich auf die Welt kommt und wie es bei dir auf der Brust landet und ihr diesen wundervollen, unbeschreiblichen Moment des Kennenlernens, des Zusammenfindens genießt, wie du dich dabei glücklich fühlst und was so drumherum um dich passiert, was dich umgibt. Nachdem du im ersten Schritt diese Visualisierung für dich erschaffen hast, dann musst du selbstverständlich mehrmals daran arbeiten. Also wirklich Tag für Tag, Woche für Woche, dir dieses gewünschte Bild immer wieder vor Augen führen und immer wieder visualisieren. Und so wie es das sonst im Leben ist, wird das Leben uns bestimmte Zeichen, bestimmte Signale setzen, was du denn alles benötigst, damit du dieses Ziel erreichst. Es wird dir auch bestimmte Menschen schicken. Diese Menschen werden dir bestimmte Dinge sagen. Vielleicht ist dieses Video sogar schon ein Schritt auf diesem Weg und du siehst es bestimmt nicht umsonst und hörst meine Worte heute bestimmt nicht umsonst. Und der zweite Schritt, wenn das dann passiert, ist zu handeln. Wir müssen unbedingt auch aktiv etwas dazu tun, damit unsere Geburt glücklich und schön nach unseren Vorstellungen verläuft. Was du da genau tun musst, hängt davon ab, wo du stehst, ob du schon Kinder bekommen hast und ungefähr weißt, was dich erwartet. Oder bist du mit dem ersten Kind schwanger und alle um dich herum erzählen eigentlich nur furchtbare Geschichten über die Geburt. Und davon hängt eben ab, was du tun musst. In der Regel muss sich aber jede Frau heute auf die Geburt mental vorbereiten. Jede Frau macht das auf ihre eigene Art und Weise. Die Frauen, die sehr strukturiert und motiviert sind, die bereiten sich vielleicht auf eigene Faust auf die Geburt mental vor. Sie lesen mehrere Bücher, sie schauen Videos, sie schauen Podcasts und konsumieren alles, was es so an kostenlosem Content da draußen gibt. Dann gibt es aber auch Frauenpaare, die sich eine Begleitung wünschen in Form eines Gruppenkurses oder aber auch eines Einzelkurses. In einem Einzelkurs wirst du dann auf die Geburt ganz, ganz individuell vorbereitet, je nachdem, was deine Ausgangssituation ist, wie viele Ängste, Sorgen und negative Bilder du über die Geburt hast, wie viel du überhaupt über die Geburt weißt. Und im Gruppenkurs ist die Vorbereitung etwas weniger individuell. Dafür hast du aber den Austausch mit anderen Paaren. Wenn du dich gerade bereits an diesem Schritt befindest und weißt, du musst jetzt handeln
und dich nach einem Kurs in mentaler Geburtsvorbereitung umschaust, dann lade ich dich ganz herzlich ein, in meinem Kurs mitzumachen und dich auf deine glückliche, ganz individuelle Geburt vorzubereiten. Entweder in einem Gruppen-Online-Kurs oder sehr gerne auch in der 1:1-Begleitung. Der dritte Schritt beim Manifestieren deiner glücklichen Geburt nach deinen Wünschen wäre, deinen Körper auf die Geburt vorzubereiten. Zum Glück ist Geburt eine sehr physische Erfahrung und da der Körper wirklich direkt und ohne Zeitverzögerung auf unsere Gedanken reagiert, kann man in einfachen Schritten den Körper sehr gut auf die Geburtskontraktionen vorbereiten. Alles, was du dazu benötigst, ist die Fertigkeit, die Fähigkeit, auf die Geburtskontraktionen mit einer aktiven Entspannung zu reagieren. Warum das so wichtig ist, erzähle ich in anderen Videos. Der letzte Schritt zum Manifestieren deiner positiven Geburt wäre, dran zu bleiben. Wie auch bei allen anderen Zielen, die wir erreichen wollen, müssen wir das Erwünschte uns jedes Mal visualisieren, uns jedes Mal vorstellen, in dieser Erfahrung bereits drin zu sein, bis das tatsächlich passiert. Und so ist es auch bei der Geburtsvorbereitung. Also bleib dran und du wirst unbedingt dein Ziel auch erreichen. Namaste.